Hallo! Heute ist es endlich soweit. Wir präsentieren das zweite Video vom Projekt Neuberin. Heute wird's richtig cool. Spannend, unterhaltsam, fetzig und smooth. Denn heute geht es um das Leben und Wirken der Neuberin. Wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, hat Alexandra richtig hart gearbeitet, um euch das Leben dieser einzigartigen Theaterreformerin knapp zu umreißen. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Für die Schauspieler war die wichtigste Vorbedingung für eine bürgerliche Reputation und einen sozialen Aufstieg die stehende Schaubühne. Alle Bemühungen der Theaterleute um Anstand und Sitte im Privatleben wie auf der Bühne blieben lange Zeit wirkungslos. Eine herausragende Rolle beim Streben nach Anerkennung hat Friederike Caroline Neuber gespielt. Die Neuberin begann mit ihrer Reform im falschen Alter ihrer Gruppe. Sie war unverheiratete Schauspielerin, die sie umgekehrt hatte. Sie war die großen Ehe und Eltern. Das wollte auch die Neuberin. Hallo, auf Stimme? Hallo? Was? Sag mal, bist du jetzt einfach weggeschnarcht oder wie? Ich dachte, du hast dich so drauf gefreut. Ja, hab ich auch. Aber das war ja total langweilig und überhaupt nicht fetzig und smooth. Psst, da hat er recht. Entschuldigung, kennen wir uns? Aufstimme, was ist denn da oben los? Nichts. Also, was ich sagen wollte, es war irgendwie... Ja, also, es war ziemlich... Naja... es war fad. Ja, stimmt schon irgendwie. Aber weißt du, ich habe mich so lange darauf vorbereitet und ich habe gedacht, ich habe es endlich geschafft, einen Überblick darüber zu schaffen. Aber es ist einfach total schwierig. Es ist einfach so viel. Und sie hat so viel bewirkt und gemacht. Wie soll ich denn da überhaupt in ein Video... Hey, jetzt bleib doch mal ganz locker. Mach dich entspannt. Ich habe da nämlich auch was vorbereitet. Echt jetzt? Ja. Fangen wir am Anfang an. Wie jeder andere Mensch auch wurde die Neuberin geboren, und zwar als Friederike Caroline Weißenborn im Jahre 1697. Ihre Kindheit war nicht so prickelnd, weil ihr Vater sehr streng und für die heutigen Verhältnisse auch gewalttätig war. Als Jugendliche hat es ihr dann also gereicht und sie ist durchgebrannt, mit ihrem Freund Johann Neuber. Die zwei wollten zu den Schauspielern und da sind sie dann auch hin und haben wenig später geheiratet. Somit waren sie also der Neuber und die Neuberin. Ja. Also, die beiden waren dann bei den Schauspielern. Zu der Zeit waren das alles Wandertruppen. Die hatten ein echt, echt hartes Leben, aber dafür hatten sie eben auch sehr viel Freiheit. Aber das muss man sich erst einmal vorstellen. So ein festes Theaterhaus wie heute, das gab es damals in Deutschland überhaupt nicht. Und die Schauspieler, die waren fast ununterbrochen unterwegs. Die deutschen Truppen haben damals hauptsächlich blutrünstige und obszöne Improvisationen gespielt. Also von guten Texten oder gedruckten Stücken keine Spur. Und Anstand? Das war auch nicht ihr Ding. Es gab zum Beispiel den Hans Wurst. Harlekin! Wie bitte? Ja, das musst du schon ein bisschen genauer erklären. Ja, okay. Also, es gab in jeder Region so eine Art Lustigmacher oder Witzereißer. Und der hieß eben Hans Wurst. Aber nur im Süden, du Trottel! In Wien der Wiener Hans Wurst. Aber bei uns in Sachsen heißt er Harlekin. Und in Frankreich Pierrot und ja, in England... Ja, ist ja gut. Also wie ihr hören könnt, war der Harlekin nicht gerade der freundlichste. Er war sogar ein ziemliches Schwein. Und trotzdem wollten die Leute ihn sehen. Er war in jedem Theater vertreten und hat die Leute mit anzüglichen Witzen, Klamauk, Furzen und eben Rübsen oder sowas unterhalten. Und er war total beliebt. Ohne Harlekin konnte man eigentlich kein Theater machen. Friederike hat aber ziemlich schnell für sich festgestellt, das, was die Deutschen dafür Theater halten, das ist nicht so cool. Und dann hat sie französische Truppen gesehen. Und die hatten mehr Anspruch und Anstand und schöne gedruckte Stücke. Und sie hat sich gesagt, hey, so würde ich das auch gerne machen. Dazu hätte sie aber Prinzipalin, also Leiterin von so einer Schauspieltruppe sein müssen. Und die Leitung konnte man eigentlich nur erben, vor allem als Frau. Man konnte nicht einfach sagen, hey, ich mache jetzt mal so eine Komödiantengesellschaft auf. Das ging nicht.
Die Gesellschaft, in der sie zu der Zeit unterwegs waren, hieß Haghofmannsche Komödiantengesellschaft. Und die Prinzipalin von dieser Truppe, die Hakin, ist eines Tages gestorben. Ihre Kinder, die eigentlich die Leitung geerbt hätten, waren aber noch minderjährig und konnten somit die Truppe nicht übernehmen. Und da kam Friederike ins Spiel. Sie wollte für die Kinder und für die anderen Schauspieler sorgen und deswegen hat sie für die Unterkunft und Erziehung der Kinder bezahlt und die Truppe selbst angeführt. So saß keiner auf der Straße und sie wurde Prinzipalin. Was gibt's? Also offiziell habe ich ja die Truppe übernommen. Meine Frau durfte das auf dem Papier ja gar nicht. Ja, ist ja gut, Johann. Es weiß doch sowieso jeder, wer hier wirklich die Hosen anhatte. Genau wie bei der Hakin. Friederike hat definitiv die Zügel in der Hand gehabt, obwohl Frauen zu der Zeit wenig Rechte hatten. Sie hat dafür gesorgt, dass sie ein königliches Hofprivileg bekommen. Das war sozusagen die Spielerlaubnis für die Truppe. Und dann hat sie sich dran gemacht, das Theater in Deutschland zu verändern. Und angefangen hat sie damit bei den Schauspielern und deren Erziehung. Denn wie soll das Theater anständiger werden, wenn die Schauspieler sich benehmen wie die letzten Idioten? Friederike wollte mehr Anstand auf und hinter der Bühne. Sie wollte feste Stücke und vor allem ein festes Theaterhaus. Und sie hat den Harlekin von der Bühne verbannt. Aber nur symbolisch. Ja, also ich habe ihn schon noch auftreten lassen. Ich war ja keine Spaßbremse. Aber er war eben etwas gemäßigter und durfte nur noch im Vor- und Nachspiel auftreten. Okay, also... Und du solltest vielleicht noch erklären, woher die Neuberin die Stücke bekommen hat. Genau richtig. Die Stücke hat sie anfangs von einem Literaturprofessor namens Johann Christoph Gottsched bekommen. Der hat französische Stücke ins Deutsche übersetzt. Später hat sie das dann auch selbst gemacht. Dann hat sie selbst Stücke geschrieben und diese sogar drucken lassen. Außerdem habe ich junge deutsche Dichter gefördert. Die durften umsonst in meine Vorstellungen und dafür haben sie mir Übersetzungen und kleine Stücke verfasst. Gotthold Ephraim Lessing war zum Beispiel einer davon. Ja. Und dann haben wir uns in Leipzig unsere erste eigene Spielstätte geschaffen. Das war aber kein pompöses Theater, wie man sich das heute so vorstellt. Aber es war ein festes Theater. Ich meine, unsere Schauspieler hatten während der Messe in Leipzig ein Dach über dem Kopf. Die Bühne war praktisch auf dem Dachboden einer großen Verkaufshalle und zu Messezeiten konnten wir da ziemlich viel Geld machen. Das war schön. Wir hatten eine Bühne, einen Vorhang, Kulissen und Kerzenbeleuchtung. Alles sehr einfach gehalten, aber trotzdem ein Traum. Richtig. Friederike hat sich also in Leipzig einen Namen gemacht. Und nebenbei ist sie mit ihrer Truppe auch noch durch Deutschland getourt. Teilweise sogar kreuz und quer durch Europa bis nach Russland. Und das Ganze ohne ICE oder Billigflieger. Das muss man sich erstmal vorstellen. Jedenfalls waren sie mit ihrem anständigen Theater sehr erfolgreich. Obwohl Friederike mit ihren Ideen natürlich auch auf viel Widerstand gestoßen ist. Aber dann, als sie nach einer Tour wieder nach Leipzig zurückkamen, hat sich plötzlich jemand anderes auf ihrer Bühne breit gemacht. Und zwar ein berühmter Harlekin-Darsteller namens Josef Ferdinand Müller. Der wollte ihre Bühne haben, weil er nämlich die Tochter der Haghofmannschen Truppe geheiratet hat. Also der Truppe, die die Neuberin Jahre vorher übernommen hatte. Die Tochter hätte ja ursprünglich die Truppe erben sollen. Und da Müller nun ihr Mann war, war er der Überzeugung, er hätte nun Anspruch auf die Spielerlaubnis und die Leipziger Bühne. Friederike hat das natürlich nicht eingesehen und so haben die beiden sich richtig in die Haare gekriegt. Sie hat sich ziemlich stark dafür eingesetzt, dass sie von der Obrigkeit Recht bekommt. Und vielleicht hätte sie das auch. Nur hat ihr Mann Johann leider viel schneller klein beigegeben. Er hat sich hinter ihrem Rücken mit Müller getroffen und sich von ihm bequatschen lassen. Vielleicht war auch Alkohol im Spiel, wer weiß das schon. Jedenfalls hat Johann am Ende doch tatsächlich ein Papier unterschrieben, in dem er und seine Frau auf die Bühne verzichten. Das heißt, sie mussten raus. Für die Neuberin muss in dem Moment ein Traum geplatzt sein. Ja, und das auch noch, weil ihr eigener Mann sich von einem Harlekin-Darsteller hat unterkriegen lassen. Friederike hat aber nicht aufgegeben. Sie hat immer wieder einen Neuanfang versucht. In Leipzig und in anderen Städten. Und sie hat sich bis zum Schluss nicht von ihren Prinzipien abbringen lassen. Es wurde nur leider immer schwerer für sie. Die Konkurrenz, teilweise auch aus ihren eigenen Reihen, war sehr groß und irgendwann konnte Friederike sich nicht mehr gegen sie durchsetzen. Tja, und dann hat sie mehr und mehr an Publikum und Anhängern verloren und ihre Truppe ist zerfallen. Ihre Kritiker haben sich jetzt so richtig über sie hergemacht. Dann kam auch noch der Siebenjährige Krieg und man muss sagen, dass den Leuten da nicht wirklich der Sinn nach Kultur stand. Und nach all den Enttäuschungen ist Friederike und Johann nicht viel übrig geblieben, als sich in Dresden zur Ruhe zu setzen. Sie haben ihre kompletten Theaterutensilien verkauft
Also alles, was sie sich so hart erarbeitet hatten, und lebten dann von der Unterstützung anderer. Ein Jahr später als ihr Mann starb Friederike Caroline Neuber dann im Jahre 1760. Zu Lebzeiten hat sie sich ihre Träume also nur ansatzweise verwirklichen können. Aber sie hat einen großen Stein ins Rollen gebracht, der bis in unsere heutige Zeit hineinrollt. Deswegen nennt man sie auch heute die Mutter der deutschen Schauspielkunst. Eigentlich kann man sagen, dass alle großen Theatermacher nach ihr durch ihre Schule gegangen sind oder von ihren Schülern gelernt haben. Und damit meine ich Leute wie Goethe, Lessing und Schiller oder den Vater der deutschen Schauspielkunst, Konrad Eckhoff. Und 6 Jahre nach ihrem Tod gab es dann auch den ersten festen Theaterbau in Deutschland. Der wurde sogar geleitet von einem ihrer Schüler. Ja, ihre Willensstärke hat sich definitiv ausgezahlt. Ich meine, sie hat unsere Kultur bis in die heutige Zeit geprägt. Und das auch nur, weil sie ihr Ding durchgezogen und sich nicht vom Weg abbringen lassen hat. Wir können ihr in diesen wenigen Minuten auf YouTube vielleicht nicht gerecht werden, aber wir können versuchen, ihre Botschaft weiter zu vermitteln. Ach, übrigens auch Stimme. Das habt ihr richtig gut gemacht. Danke, finde ich auch. Ja, und jetzt? Ich kenne ein paar richtig gute Witze. Oh, ja, was denn? Naja, egal. Also, ne, Superman wieder auf einem seiner Streifflüge über Metropolis. Und auf einem der Dächer sieht er auf einmal Wonder Woman, die sich Splitterfasern... War richtig gut, oder? Oder der war doch Hammer, oder? Hallo? Hallo?